So, herzlich willkommen also zur Vorschau auf den 23. Spieltag der Fußball-Bundesliga. Ich sag's euch, wie es ist. Ich fühle mich ein wenig verunsichert. Und zwar natürlich durch die... Es ist ja kein schlimmer Verlust gewesen oder sowas. Und wir waren immer auch nah dran bei den Over. Trotzdem war so ein bisschen dieses Gefühl Winter, das Entscheidungsphase, dass es alles so ein bisschen anders zugeht als erwartet. Also eben, ja, torärmer, die Entscheidungen der Schiedsrichter werden auch Klammer. Das ist natürlich alles ein etwas anderes Problem noch, wenn ich besprechen müssen. Aber ja, dann fühle ich mich eben jetzt unsicher. Und wenn ich das sage, dann könnt ihr die Schlüsse daraus ziehen und sagen, ja, ja, der weiß ja auch nicht so genau. Und natürlich ist das immer ein begleitend, wenn man ja, das professionell, das, was ich hier vormache, ist professionell. Das Wetten selbst, was ich mache oder eben auch nicht mache, das ist auf jeden Fall nicht so professionell. Trotzdem möchte ich natürlich jetzt nicht davon abrücken, euch das hier Woche für Woche so gut ich kann vorzustellen und diese ganze Arbeitsweise und auch die Gedankengänge oder die Erfordernisse, die Marktbeobachtung, Marktbewegung ein bisschen eben ja, zu besprechen oder euch ja, da näher ranzubringen. Eben auch jeden an das erfolgreiche Wetten. Und ich sage es euch, wie es wirklich es ist, dieses Feintuning, der Markt ist unheimlich eng. Also das heißt, dass der Unterschied zwischen Gewinner und Verlierer ist ganz marginal. Das heißt aber eben nicht, dass man nach dem Zufallsprinzip wetten sollte und dann eben sagen soll, auf gut Glück, ja, wird schon gut gehen diesmal oder sowas, sondern eben dann ist noch mehr Arbeit erforderlich, ja, wo ist denn wirklich die faire Quote oder wo ist denn tatsächlich dieser Marktfehler? So, und natürlich können wir das Spiel für Spiel wie immer besprechen und eben auch sozusagen, was sich der Markt bei denkt bei den Quoten und vielleicht, warum es eine andere Sicht gibt, aber eben vielleicht auch diese kleinen Einschränkungen, wenn ich sage, ja, irgendwo hat der Markt ja vielleicht auch ein bisschen recht oder eben möglicherweise auch mehr recht als ich. Bloß durch dieses Berechnen der Wahrscheinlichkeiten auf 100% mit der Herangehensweise und mit den Steuerungsmöglichkeiten, da hat man eben immer, ja, dann muss man sich eben entscheiden, ja, sind sie denn nun so gut oder so gut? Alle anderen Spieltage vorher stimmte es ja auch halbwegs, also was hat sich nun geändert? Und wie gesagt, schon mal erwähnt, der Markt neigt dazu, vielleicht etwas schneller auch zu reagieren auf temporäre Tendenzen. Und jetzt komme ich einfach auch Spiel für Spiel darauf, das zu besprechen. Dortmund gegen Leipzig, haben wir eine ganz leichte Indikation auf Dortmund. Ich kann sie ein bisschen erklären, nachvollziehen, eben auch nach Intuition sagen vielleicht, ja, ich würde ja vielleicht auch ein bisschen mehr zahlen auf Dortmund, eben so, wie es der Markt tut. Andererseits habe ich ja nun mal diese Einschätzung gemacht vor der Saison. Da waren die ja ziemlich gleich gut, selbst wenn man Dortmund vielleicht ein bisschen vorne hatte. Also das hatte ich wohl auch. Und dann hat sich eben das durch die Spiele und Ergebnisse und sowas alles vielleicht ein bisschen verändert. Natürlich auch das Heim-Auswärts-Verhältnis. Aber im Grunde ist es jetzt wieder mit dem gleichen Verhältnis angekommen. Also Dortmund steht eben in der Tabelle leicht vorne. Und vielleicht 5 Punkte vorne und hat vielleicht auch entsprechend so viel besser gespielt. Also, und dazu kommt eben die Heimbilanz. So, dann haben wir eben diese rein mathematische Sicht, wo ich sagen würde, da ist eigentlich nicht so viel falsch daran. Dann haben wir aber trotzdem ein ganz konkretes Spiel, wo eben jeder natürlich weiß, worum es geht, auch von Leipzig oder sowas, dass sie eben sagen, nicht nur Champions League alles, sondern vielleicht auch der Traum ganz nach vorne und so. Oder was auch immer, ne? Es geht um viel und dass man, naja, das weiß ich nicht, ob es dann halt ein bisschen ausgeglichener ist. So, und wie gesagt, Dortmund ist dem, ist das auch alles bewusst und weiß natürlich auch, dass sie einen sehr schweren Gegner haben, das ist ja keine Frage. Auf der anderen Seite sind sie ja nun mal geflogen, eine einmalige Erfolgsgeschichte in diesem Jahr mit 9 Siegen in 9 Pflichtspielen. Und naja, Champions League betrifft beide, auch wenn man sagen würde, ja, Dortmund hat den ganz großen Traum
Naja, Leipzig hat ihn natürlich auch, aber diese weitaus schwerere Aufgabe. Aber das ist jetzt einfach kein Unterschied. Manchester City 1-1, Chelsea 1-0 geschlagen. Also da sollten wir jetzt weder was abziehen noch was hinzuaddieren. Also, so, und dann würde ich es eben machen, auch wenn ich wohl wissend, dass der Margin, ob für Error oder dieser kleine Vorteil wir haben, dass der auch illusorisch sein könnte. Aber wie gesagt, dann muss man eben auch irgendwann diesem mathematischen Prinzip vielleicht vertrauen. Und das kann man natürlich sowieso nicht in jedem Spiel und auf so einen Einzelfall hier irgendetwas mit beweisen. Wenn es gut gehen sollte und Dortmund das Spiel gewinnt, nützt es auch nichts, Schulterklopfen oder so. Klar, würde man das vielleicht auch trotzdem sagen, Mann, super, dass ich das Ding hier durchgebracht habe oder so. Auf der anderen Seite würde man sagen, ja, eine Aussage ist es auch nicht wirklich. Aber so fein ist das eben, auch diese kleinen Unterschiede. So, Union gegen Köln haben wir jetzt eine ganz klare Indikation auf Union. Und ich meine, eine 2,0 ist für mich jetzt nicht nachvollziehbar. Ich könnte es ja jetzt ganz tagesaktuell, weil ich das eben immer quasi hier auch verpflichtet bin, das mal aufzuschreiben. Und dann, das habe ich euch ja alles auch schon mal versucht zu erklären, dass es eben diese Marktbewegung, dass die halt ein ganz, ganz wichtiger Anteil sind. Und wenn ich das eben am Dienstag oder am Mittwoch, Donnerstag oder wann soll ich es immer aufzeichnen, dass man eben, ja, dann kann es eben am nächsten Tag schon wieder ganz anders sein. Ich aktualisiere hier nochmal kurz. Ich will nur sehen, ob es eine Bewegung gibt. Nee, das ist bei 2,0. Naja, also man könnte eben sagen, Union hat doch gar nicht so toll gespielt und trotzdem die Spiele immer gewonnen. Bisschen ist da dran, auch statistisch. Andererseits aber haben sie ja trotzdem jeden irgendwie begeistert und hat man gesagt, oh, die bringen es immer wieder durch und machen ihre Tore und so weiter. Bloß jetzt könnte man eben sagen, der Hauptgrund ist der, dass sie eben bei Bayern absolut chancenlos waren. Also man ist eben punktgleich an der Spitze und sagt, jetzt haben wir ein Spitzenspiel. Und dann sagt auch, was mich jetzt ein bisschen sehr gewundert hat hier, Sandro Wagner bei DAZN sagt da, ich hatte ein ausgeglichenes Spiel erwartet, das ist doch. Also wenn da 1,34, 1,36 die Marktquote ist oder so, da kann man, also das müsste er doch wissen, da kann man doch nicht sagen, ich erwarte ein ausgeglichenes Spiel. Ich meine, man würde vielleicht sagen, ich erwarte oder hoffe vielleicht, oder ist ja eher Bayern, aber dass man vielleicht ein ausgeglichenes, spannendes Spiel sieht. Aber das kann man doch nicht erwarten. Naja, das ist für mich nicht nachvollziehbar. Also insofern sage ich immer wieder, das Bonusspiel in München haben sie eben chancenlos verloren. 23 Torschüsse spiegelt das wieder. Da war keine Chance. Aber das ist eben auch, Bayern machen ernst oder wie auch immer. Das ist eben noch nicht ihre Welt. Und wenn Urs Fischer, und dann spekuliert noch der Sprecher da bei der Sonne und sagt, ja, ob er nach dem Spiel wieder sagen wird, das Wunder geht weiter oder so auf Schweizerdeutsch. Aber das ist doch halt unrealistisch, also das ist halt nicht passiert und so weiter. Aber noch immer haben sie ja diese überragende Bilanz, den Anschluss an die Spitze, Champions League Platz und so weiter, während eben Köln auf jeden Fall von Leistungsschwankungen betroffen ist. Ja, also diese 2,0 sind way off, also das ist viel zu viel, aber wie soll ich denn, ich meine, ich kann ja nicht Spieltag für Spieltag kommen die richtigen Werte raus, es passiert nichts Besonderes und dann soll auf einmal sowas rauskommen, also 2,0, das kann ja nie rauskommen, da müsst ihr ja sagen, jetzt sind die Mannschaften ungefähr gleich gut oder was, wie, woher, also das geht ja gar nicht, aber wie gesagt, das muss man dann erstmal gewinnen, diese Verunsicherung bleibt ja. So, und jetzt haben wir das Spiel durch. Ich sage, Union muss man nehmen. 2,0 geht nicht anders. Und ich gucke natürlich weiter, wie sich der Kurs entwickelt. Ihr müsst es dann natürlich entscheiden. Jeder sowieso für sich und für sein Geld da auch die Verantwortung tragen. Wenn ich das Hoffenheim angekreuzt habe hier, dann würde ich sagen, war natürlich die Leistung etwas besser. Aber diese Trainerwechsel und das und Verzweiflungstaten und was sie da machen, kann ich mich überhaupt nicht mit identifizieren und dann eben auch Mainz natürlich gerade im letzten Heimspiel auch wieder, wo ich dann sage, ja, wie kannst du dich denn mit denen anlegen? Auf der anderen Seite kann ich mir eben trotzdem vorstellen, dass irgendwann mal bei Hoffenheim dann sozusagen auch unerwartet, was ja sowieso in der Quote da schon drin steckt, dass man eben sagen muss, ja, unerwartet ist es sowieso, dass eine 3,68 kommt, also das ist halt eine Chance von 28% oder wie viel es auch sind, und vielleicht sind es eben, wie ich da habe, 29 oder was auch immer. Also es sind ja nur kleine Nuancen. Soll ich hier nochmal die Kehrwerte schnell berechnen für euch?
Wie mache ich es denn am schnellsten? 1 durch 3,52, das wären 28,4. Oder 1 durch 3,68, 27,2. Also 28,4, 27,2. Aber da ist ja nur dieser Unterschied in der Einschätzung sozusagen. Der Markt, der 3,68 bezahlt, der rechnet ja dann höchstens mit 25% sozusagen Eintrittswahrscheinlichkeit. Also ich habe eben 28 gegen 25, wenn man so will. Und das ist natürlich trotzdem dann noch ein sehr kleiner Unterschied, der im Einzelspiel schwer nachzuweisen ist. Und das ist eben nur auf ganz lange Sicht möglich. Aber wenn ihr da mitgeht oder so, dann würde ich sagen, doch, doch, irgendwo kann ich es mir vorstellen. Also so schlecht sind sie eigentlich nicht, haben schon die Spieler in ihren Reihen. Es ist höchste Eisenbahn, klar, ob das nun immer hilft oder so. Ne? Mainz könnte vielleicht auch mal ein bisschen so durchatmen, aber das macht halt keiner so richtig. Aber wie gesagt, die haben mich ja auch ein bisschen beeindruckt jetzt gelegentlich. Aber wie gesagt, das bleibt dabei, ich kann es mir vorstellen. Gladbach gegen Freiburg, da würden wir sagen, ja, hier rennst du im Kopf gegen die Wand, ne? Dass du immer wieder sagst, Gladbach kann es doch eigentlich oder so. Ne? Und dann kommt so eine Enttäuschung wie das 0 zu 4. Andererseits haben sie ja nun die Bayern geschlagen im Heimspiel. Die Heimbilanz ist weiterhin absolut einwandfrei, auch von der Tordifferenz. Und Freiburg hat man ja trotzdem gesehen, auch im Spiel gegen Leverkusen, dass sie die schlechtere Mannschaft waren. Und insofern würde ich sagen, also das war eben, man hat ja überhaupt nichts gegen sie, die machen es super und stehen da toll auf Platz 6 oder wo stehen sie. Ja, aber jedenfalls alles ist ja wunderbar und gar nichts, irgendwas Nachteiliges. Bloß eben, wenn man mich dann trotzdem nochmal auf Ehre und Gewissen hier fragt, wer ist denn die beste Mannschaft, dann bei Freiburg, ja, ich sehe es ja ein, kann man nicht antworten, Gladbach. Aber man kann vielleicht trotzdem sagen, ja, sind doch aber auch nicht schlechter. Oder glaubst du es wirklich, ne? Kaderqualität da ist und alles, was eben da so mit zusammenhängt. Klar sind die aktuellen Ergebnisse oder so. Ne? Okay, sind wir durch. Das sind die vier Tipps, die hier rauskommen. Bochum, Schalke haben wir eine ganz leichte Indikation auf Bochum. Würde ich jetzt einfach überhaupt nicht machen. Die waren zu schlecht. Schalke hat sich jetzt auch mit dem Sieg und sind wirklich rangerückt, wo ich gesagt habe, einzelne Punkte bringen nichts. Und dann werde ich eben auch des Widerspruchs hier muss ich mich selbst beschuldigen oder wie auch immer, dass ich Unsinn geredet habe, weil die 4 Punkte haben eben gebracht, dass sie trotzdem den Abstand nicht verloren haben, also den Kontakt und mit einem Sieg eben jetzt wirklich irgendwo in den Bereich gekommen sind. Es ist eben so, dass in dieser Saison, ihr wisst, dass es so eine Regel gibt für mich, dass eben dass man also einen Punkt pro Spiel braucht, beziehungsweise ab dem ist Abstiegskampf. Ne? Wenn man nur einen Punkt hat, ist es eigentlich zu wenig. Und ihr kennt diese 40-Punkte-Rechnung, die natürlich lächerlich ist, weil man so viel nie gebraucht hat. Aber sie reden ja auch davon, sie wollen Gewissheit haben. Und dann stimmt natürlich 40 Punkte, weil damit ist man noch nie in Gefahr geraten. Aber die 34 Punkte wären ja ein Punkt pro Spiel, sind halt unheimlich kritisch. Aber das kann man schaffen. Nur sind jetzt ganz viele Mannschaften unterhalb dessen. Ne? Muss ich das jetzt auch nachgucken und die Tabelle mir hier nochmal anschauen, nur um nochmal nachzuzählen, wie viele Mannschaften jetzt eigentlich unter, ja, dass ich jetzt hier immer ein bisschen schlecht vorbereitet bin, seht es mir bitte nach. Ihr habt ja die Tabellen auch alle da, beziehungsweise sind die ja auch im Betty halt immer drin, ne? Wo ich halt immer drauf gucke, ne? Weil ich sage, nö, warum, wenn ich hier meine Tabellen habe, wenn sie mir nicht gefallen, muss ich sie halt schöner machen und dafür bin ich zuständig. Aber jetzt gucke ich halt immer auf die Tabellen, ne? Dass eben hier eine ganz hohe Anzahl von Teams unter einem Punkt, also das ist bis Hertha, bis Platz 14, 15, 16, 17, 18, 5 Mannschaften, also ein Viertel der Liga oder mehr, sind halt unter einem Punkt pro Spiel und zwar recht deutlich, ne? Von 16 bis 20 eben. Und insofern ist Schalke trotzdem dran, aber was eben trotzdem ungewöhnlich ist. Jetzt wisst ihr, dass ich eine andere Rechnung noch anstelle. Das ist immer die, hat man mehr Spiele verloren, als man nicht verloren hat. Das ist immer das Kriterium für den härtesten Abstiegskampf. Und das betrifft sogar auch Augsburg, die mit 10 Spielen, die sie nicht verloren haben, gegenüber 12, die sie doch verloren haben. Das ist halt eigentlich zu wenig, also oder schlecht oder Gefahr. Dadurch, dass es viele Siege sind, sind natürlich auch günstig. Aber bei Hertha sind es 10 gegenüber 12, also 5 Siege, 5 Unentschieden. Bei Stuttgart sind es 11 gegenüber 11, also könnte man noch sagen, ja, Stuttgart hat ja dann die besten Chancen. Bei Hoffenheim sind es 9 gegenüber 13, bei Bochum 7 gegenüber 15. Die haben eben viele Siege, viele Niederlagen. Bei Schalke sind es 10 gegenüber 12. Immer das Verhältnis
nicht verloren gegenüber verloren. Weil man sollte eben ungefähr gleich viele nicht verloren haben, wie man verloren hat, damit es eben, sagen wir mal, eine gute Chance hat. Also so sind diese zwei Rechnungen, die ich eben mal anstelle, was so den Abstiegskampf betrifft, was eben ganz anders als eine 40-Punkte-Regel oder so ist. Ne? Wie gesagt, 34 Punkte, ein Punkt pro Spiel sind eben kritisch oder sind Abstiegsgefahr. Und alles darüber, naja, also da kann es eben trotzdem noch eng werden. Ne? Diese Saison haben wir also einen Abstiegskampf auf niedrigem Niveau sozusagen. Ne? Und trotzdem ist es halt spannend, weil eben so viele Mannschaften betroffen sind. So, jetzt habe ich das auch mal versucht gut zu erklären und gehe jetzt mal hier auf die Goal Lines rüber. Es bleibt dabei, dass nur Over indiziert sind. Das weiß ich natürlich. Und meine Verunsicherung, so wie ich schon gesagt habe, ist dann eben, hat Bestand. Also ich habe eben Angst. So, wir hatten zu wenig Tore, nur 23 waren es das letzte Mal, also 2,56 im Schnitt, was deutlich drunter war. Aber trotzdem haben wir gesehen an den Schutt und X-Goals, also die waren ja alle so ein bisschen in der Nähe, aber trotzdem ein bisschen mehr. Aber nicht die drei sozusagen, die bisher waren. Also auch ein bisschen drunter. Sodass ich also sagen kann, naja, vielleicht ist das eben doch die Tendenz. Wenn ihr mich fragt, hat der Markt das nicht gewusst und du hast deswegen, rennst du da in irgendwelche Fallen rein und lässt dich ja immer verführen oder deine Software rechnet da Müll aus. Denn das ist, glaube ich, alles nicht ganz so der Fall. Also so präzise wird da nicht gerechnet. Da kann ich euch ein bisschen auch versichern. Auf der anderen Seite kann ich natürlich auch schwer dagegen an, wenn die Ergebnisse nicht passen. Und dann muss ich halt sagen, ja, offensichtlich, naja, machen sie es dann halt doch richtig, auch wenn es ein bisschen durch Zufall geschieht. Wie gesagt, es ist auch ein bisschen ziemlich schwer, das also hier genaue Nachweise zu erbringen. Der Computer sagt eben gerade jetzt, wenn es dann eben weniger Tore gibt, dann ändert er erst recht nicht seine Tendenz. Aber wir sehen es ja, wir haben eben jetzt trotzdem nur 5 Indikationen. Die sind auch teilweise knapp. Also bei Dortmund-Leipzig zum Beispiel ist es relativ knapp, weil das habe ich auch schon mal gesagt, dass sich bei Spitzenmannschaften oder Spielen dann manchmal das ein bisschen neutralisiert. Ist eigentlich bei Dortmund nicht der Fall. Der Markt sieht es ja halt im Grunde genauso. Aber wie gesagt, auch Spitzenspielcharakter ist dann vielleicht manchmal so ein bisschen mehr, dass man sagt, nee, die sind auf Augenhöhe ein bisschen mehr umkämpft. Also eher vielleicht doch weniger Tore. Also wie gesagt, der Abstand ist klein, aber ich würde sagen, bei Dortmund war es so zuverlässig und wie auch immer. Also, dass sie doch immer den Weg nach vorne suchen, Meisterschaft ist noch drin. Naja, also wie gesagt, da haben wir eine ganz leichte Indikation, würde ich mitnehmen. Bei Union Köln haben wir halt diese fortgesetzte Absurdität, dass der Markt jetzt irgendwie so tut, als ob bei Union kann ja gar kein Tor mehr fallen. Ich weiß nicht. Also ich habe genug Spiele davon gewonnen. Ihr wisst ja, dass immer das indiziert war und 2-1 war ja ihr Standardergebnis. Letztes Mal war es ja auch 0-3, also hat immer noch gereicht fürs Over. Und von daher wüsste ich jetzt nicht, warum ich da zurücktreten sollte. Bei Köln war es natürlich sehr, es war ja das 7-1 gegen Werder und dann haben sie mehrmals in München 1-1, in 0-0 Schalke und 1-1 nochmal und weiß nicht mehr genau, aber dass sie ja häufig anders gespielt haben. Aber wie gesagt, das wird ja von Union sowieso ein bisschen aufgewogen. Außerdem kriegen wir so einen absurden Kurs. Also der muss ja eigentlich auch noch runtergehen. Aber was soll ich sagen? Naja, fallen die Tore nicht, dann bin ich wieder falsch. Aber da haben wir eine haushohe Indikation, natürlich von diesen 3,11 Toren ausgehend, wo du sagst, ja, wo kommen die denn her? Naja, kann ich gerne nochmal nachgucken, jetzt ein bisschen genauer. Union sind halt 62 und 22, sind unter 3, ist richtig. Bei Köln sind es aber 68 und 22, ist wieder drüber. Also könnte man sagen, so um die 3. Und dann guckt man halt bei den Heimspielen bei Union nochmal, sind nur 27 und 10, sind 2,7. Okay, also immer bestätigt, dass Union halt unter. Bei Köln sind sogar nur 25 in 11. Das heißt also auch unter 3. Also jetzt müsstet ihr sagen, ja, was rechnet denn deine Schrottmaschine da? Also jetzt bin ich halt auch ein bisschen verunsichert. Warum steht da 3,11? Das hört sich viel an. Naja, das geht vielleicht um die Überlegenheit dann, ne, die eben bei mir nochmal mit drin ist. Aber so überzeugt es mich jetzt ehrlich gesagt auch nicht so ganz. Also da bin ich jetzt ein bisschen... aber warum... also ich meine, ich glaube natürlich, dass meine... Software hier schon richtig rechnet. Ach, Dortmund, Leipzig, jetzt habe ich das falsche Spiel, einen falschen Tag noch geöffnet. Ich gucke jetzt hier nochmal nach bei mir. Rate euch natürlich immer, euch den Zugang zu sichern. Braucht dann nicht so viel Quatsche zu hören und könnt stattdessen selber das alles machen. Aber ich gucke nochmal hier, nee, 2,071. Der sagt tatsächlich also, dass Union über 2 Tore macht. Naja gut, wir haben ja gesehen, dass auf die Seite ist halt auch eine ziemlich große Abweichung, die dann eben hier von dem Over
quasi bestätigt ist. Bloß die rein mathematische Seite, also nach der Anzahl der Tore, die gefallen sind, würde halt hier im Grunde tatsächlich nicht ganz bestätigen. Also ich sehe natürlich jetzt hier, dass diese 7-3-0 Heimbilanz bei Union sozusagen, wir haben ja gegen alle nicht nur mitgehalten, sondern auch gewonnen, teilweise gegen die Großen. Aber 19 zu 8 in 10 sind ja auch 1,9 erzielte Tore, ne? Und das steht gegenüber 11 zu 24, steht jetzt hier. Ah, dann habe ich da falsch gerechnet. Okay, dann liegt es daran. Da habe ich einfach falsch gerechnet vorhin, ne? Nee, nee, das war Blödsinn jetzt. Also bei Köln sind ja in Auswärtsspielen, ach so, 11 zu 24 sind ja 35. Natürlich, das sind halt drei Tore. Ja, absolut. Und dadurch ist es halt gerechtfertigt. Köln hat über zwei Tore kassiert, Union fast zwei gemacht. Dann kommt halt ein bisschen über raus. Ja, also jetzt, Entschuldigung, also ich habe mich hier verhaspelt ein bisschen, aber dann ist jetzt zumindest mal so weit, puh, kann ich mir den Schweiß abwischen. Also es passt zusammen, das ist die Logik dahinter. Es ist eben klare Indikation. Ich wüsste jetzt auch nicht, wer von den beiden diese übertriebene Angst jetzt haben müsste um die Tabellenposition. Es wird halt immer normaler Fußball gespielt, bloß der kann eben im Union-Falle auch nur heißen, naja, bisher haben wir es ganz gut gemacht, vielleicht klappt es ja weiterhin. Also die haben ja nichts zu verlieren im Grunde. Wenn man sagen könnte, ja, ein Champions-League-Platz irgendwann ist ja weg. Naja, das kann ja nicht eine Übererfüllung, ne? Und Köln mit Abstieg, klar. 7 Punkte sind nicht ausreichend auf Dauer. So, aber jedenfalls rechnerisch bestätigt und dann würde ich es halt einfach machen. Beim 1 Hoffenheim haben wir auch wieder das Over. Ich finde halt, Hoffenheim haben wir letztes Mal war es kein Over gegen Dortmund, wo es aber auch nicht indiziert war. 1,53, 1,54 waren ja fair und Markt. Also da habe ich es ja nicht mal rausgepickt. Dann und dann blieb es ja auch beim anderen, obwohl da halt viele Chancen waren. Und das würde ich halt jetzt trotzdem auch wieder erwarten, auch wenn ich das einsehe. Dass eben Hoffenheim jetzt macht es diese Erscheinung, deswegen ist der Markt auch ein bisschen nachvollziehbar, als ob sie eben jetzt halt quasi den Abstiegskampf hier angenommen hätten und dann das CR wird. So war es aber eigentlich nicht gegen Dortmund. Ob es hier nun vielleicht ein bisschen anders ist, kann schon sein. Aber da haben wir ja trotzdem einen Gegner Mainz, der eben natürlich was dagegen zu setzen hat und eben vor allen Dingen auch auf Platz 8 jetzt, ja, also da überhaupt keine Sorgen hat und nur weiter sein schönes Offensivspiel. Letztes Mal haben sie ja 4 zu 0 oder was, Gladbach im Heimspiel. Also da weiß ich jetzt überhaupt nicht, warum die nicht wieder in Vorwärtsgang. So, bei Gladbach gegen Freiburg haben wir auch eine klare Indikation. Hier könnten wir es vielleicht auch so ein ganz bisschen nachvollziehbar ziehen, den Markt, dass er eben sagt, bei Freiburg gibt es eigentlich nicht so viele Tore. Ich schaue nochmal hier rauf. Das sind 67 und 22, sind aber auch über 3. Bei Gladbach sind es 77 und 22. Also da kann ich sowieso meine Rechnung voll und ganz nachvollziehen. Außer dass man jetzt vielleicht sagt, ja, Tendenz war nicht so. Naja, haben wir halt eine klare Indikation. Für mich eben auch absolut spielbar, auch aufgrund der natürlich Heim bei Gladbach sowieso gegen Bayern 3-2 und sonst was. Natürlich haben sie auch ein bisschen jetzt eine Verpflichtung. Zu Hause 25 Tore erzielt, 15 kassiert in 11 Spielen, also alles deutlich über 2, dass man also diese Rechnung hier absolut nachvollziehen kann. Davon haben wir es noch lange nicht gewonnen. So. Also, das ist für mich jetzt absolut rechnerisch bestätigt. So, und wie gesagt, diese hier eine Tendenz jetzt zu einem Under erkennen, außer dass man sagt, Winter oder die können es nicht oder weiß ich nicht. Das sind für mich aber alles so ein bisschen fadenscheinige Argumente. Natürlich, dass Freiburg nur gegen Leverkusen 1-1, aber da waren sie ja eher am Receiving End. Also, wo ich sagen würde, da hat dann Leverkusen in der letzten Sekunde dann noch den Pfostenschuss, wo ich mir natürlich sehr das Over gewünscht hätte. Aber da war es eben auch so, dass es nicht an Freiburg lag. Also die konnten jetzt nicht sagen, wir wollen ja, die würden gerne angreifen, aber sie kamen nicht dazu. So könnte es hier natürlich auch sein. Also sprich, diese Over-Verpflichtung ist jetzt eben, liegt dann eben eher bei Gladbach. Aber da würde ich halt auch sehen, dass sie eben einfach nach vorne gehen. Auf jeden Fall. Bochum-Schalke brauchen wir nicht drüber zu reden. Die 1,96, 1,96 würde jetzt ja sogar fast ein Over ermöglichen. Kann dann natürlich, wer Lust hat, kann es machen. Ich würde es weglassen, einfach weil ich sage, nee, passt mir wirklich nicht bei so einem Spiel jetzt. Nachbarschaftsduell auch. Natürlich hier letzte. Also es geht ja, nee, ne, also für Schalke jetzt absolut Monsterduell, naja, für beide eben, letzter gegen Vorletzter und so, aber dann sehe ich eben nicht diese Obertendenz, warum soll ich es spielen? Augsburg gegen Werder ist gar nicht indiziert, dann sprechen wir auch nicht groß drüber. Stuttgart gegen Bayern ist auch nicht indiziert, warum soll ich es dann groß erwähnen? Leverkusen Hertha könnte man eben wieder nehmen.
Gegen Augsburg war es halt nur 2-0. Ich finde trotzdem, dass Leverkusen immer diese Erscheinung macht, dass sie eben unbedingt Tore erzielen wollen. Kann man es also reinnehmen, weil es ja kein Nachteil ist. Und bei Wolfsburg-Frankfurt ist es trotzdem dann wieder eine klare Indikation. Und natürlich hier jetzt mit welchem Wettbewerb, worum soll ich hier kommen oder Argument, dass da wieder der Rechenfehler vorliegt bei mir. Wir haben bei Wolfsburg halt, jetzt gucke ich da auch nochmal drauf. Moment, Total hier, die sind ja auf 7. 69 und 22 sind über 3 und bei Frankfurt sind es ja 74 und 22. Also diese Rechnung insgesamt gesehen ist sie sowieso absolut richtig. Heim auswärts wird es auch nicht jetzt groß abweichend sein. Charakter des Spiels jetzt, ach so, Frankfurt ist sogar auf 6 und nicht Freiburg, Entschuldigung. Aber 6 gegen 7, naja, für Frankfurt ist auch nach oben noch alles drin, klar, auch wenn sie jetzt vielleicht einen anderen Fokus haben, haben ihre Stärken nach vorne gezeigt mit 43 und 22 erzielten Toren, also fast 2 pro Spiel. Naja, wisst ihr jetzt nicht, warum ich hier korrigieren sollte, außer eben Verunsicherung oder dass man sagt, letztes Spieltag hast du doch gesehen. Naja, also dass es nicht mehr ganz so nach vorne geht. Ich habe es vielleicht gesehen, erlebt, gelitten, aber ich würde trotzdem dann der Mathematik hier Vertrauen schenken. So. Und jetzt sind wir bei 26 Minuten, hatte ich natürlich erneut nicht vor, aber wir gehen nochmal als letztes hier auf alle Tipps. Dortmund Sieg mit allen Bedenken und kleiner Vorteil, Union Sieg auch meinetwegen die Bedenken, dass es nicht geschieht, mathematisch aber kann da eigentlich nicht der Fehler sein. Hoffenheim mit ein bisschen, ne, wie heißt es immer, Hope? Naja, also hoffnungsvolle, ne, so ein bisschen Außenseiterquote natürlich klar. Gladbach außer Form, Freiburg meinetwegen die Hochgelobten, aber ich würde trotzdem sagen, also das gefällt mir eigentlich gut, auch weil es eben eine sehr gute Quote ist. Und die Over sind eben auch schon besprochen worden, Dortmund. Ja, kann man Einschränkungen sehen, auch weil es nur ein kleiner Vorteil ist. Union haben wir durchgerechnet. Mainz bleiben wir dabei. Auch bei Gladbach und bei Wolfsburg können wir den Fehler im Grunde nicht finden. Haben wir also 9 Tipps, so ist es eben. Und jetzt bin ich auch schon durch. Also wie gesagt, gerne Kanal abonnieren nicht vergessen und kommentieren dürft ihr, teilen, share, like, comment, subscribe. Ja, also all diese Punkte, ne? Danke euch vielmals für die Aufmerksamkeit. Wir sehen uns. Ich werde wieder leiden, vermutlich. Aber weiß nicht, wie es euch da geht, aber wenn man das hier öffentlich macht, ist es schon alles immer so, ja, dann wird man eher da kritisiert, dann warten die Leute darauf, dass irgendwas daneben geht und sagen, hä, von wegen hier, du als ein Profi, ne, von wegen, naja, und so weiter. So, danke euch erstmal jetzt, ich bin raus, tschüss.